Herzlich willkommen am Zeitstand auf der Frankfurter Buchmesse und herzlich willkommen, Paul Maar. Wie schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Und Sie sehen, wie viele das noch schön finden, dass Sie da sind. Und was man auch so schön sehen kann und was wir gerade schon beim Signieren erlebt haben, das sind nicht nur die jungen Leser, die hier in der ersten Reihe sitzen, ganz mutig, dass ihr euch das traut hier vorne übrigens, sondern Sie begeistern inzwischen 3 Generationen, wenn ich das richtig mitgezählt habe, die ihre Bücher mögen. Sie feiern in diesem Winter Ihren 85. Geburtstag. Ja. Und wir sind froh, dass Sie vorher noch mal hier vorbeigekommen sind und dass Sie uns auch gleich 2 Bücher mitgebracht haben. Die stehen beide hier vorne. Ja. Eins ist für die jungen Leser, ein neues Sams-Buch, Band 11. Und dann gibt es aber auch noch ein weiteres Buch für ein erwachsenes Publikum, das 2. Buch, das Sie für Erwachsene geschrieben haben, nach ihren Lebenserinnerungen, wie alles kam, haben Sie uns heute noch Ein Hund mit Flügeln mitgebracht. Richtig. Gleich 2 Bücher. Und wo die beide hier stehen, würde ich gerne anfangs von Ihnen wissen, sind Sie mit dem Alter ein schnellerer Schreiber geworden oder wie kommt es, dass Sie gleich 2 Bücher im Gepäck haben? Nein, ich hatte das Glück, dass ich Corona bekam. War dann 3 Wochen in Isolation und sah niemanden, weil bei uns im Dachboden in der Mansarde bekam ab und zu so ein Essen reingeschoben und hatte herrlich Zeit, ununterbrochen zu schreiben, ohne jede Ablenkung. Das heißt, dieses Buch haben Sie in diesen 3 Wochen geschrieben? Naja, das habe ich zumindest da angefangen und so die ersten 50, 60 Seiten waren dann schon fertig. Ja, eigentlich fällt es ja schwer, Corona was Schönes abzugewinnen, aber in dem Fall sage ich danke und danke an uns, danke für uns, dass Sie krank waren und offenbar es gut überstanden haben und heute wieder bei uns sind. Ich hatte vor allen Dingen so einen harmlosen Verlauf. Wenn meine Tochter mich nicht getestet hätte, hätte ich gar nicht gewusst, dass ich Corona habe. Das können Sie ja vielleicht in Zukunft nochmal nutzen, wenn Sie Ihre Ruhe zum Schreiben haben wollen, dann sagen Sie einfach, Sie haben Corona und die sollen wieder das Essen reinreichen. Genau. Sie schicken in Ihrem neuen Buch des Sams auf Weihnachtssuche, so heißt es. Ja. Das Sams wird im nächsten Jahr 50. 50 Jahre alt. So lange ist es her, dass Sie das erste Sams-Buch geschrieben haben. 1973 ist das erschienen. Erinnern Sie sich noch, wie das war damals, als Ihnen die allererste Sams-Idee gekommen ist, als dieses Wesen in Ihrem Kopf Form angenommen hat? Ja. Also das Buch ist 73 erschienen, das heißt, dass ich es 72 geschrieben habe, weil es ja immer eine Vorlaufzeit braucht. Es gab schon 3 Jahre vorher mal ein Sams, was keiner weiß und was auch ganz anders war. Ich hatte ein Theaterstück für Kinder geschrieben, für das Theater in Hamburg, Der König in der Kiste. Und da gibt es Puppenspiele, wo innerhalb des Stücks in einer Puppenbühne ein kleines Stück aufgeführt wird. Und da habe ich geschrieben eine kurze Szene von einem Sams. Das war eine Klappmaulfigur, also wenn man mit der Hand reinfasst und dann macht das so. Und das hat mich angeregt. Ich habe das genannt, das ist eine Figur, die kommt am Samstag und heißt das Sams und frisst alles auf. Menschen, Kühe, Häuser und so weiter. Konnte man gut machen im Puppenspiel. Man hat das alles hinter dieser Figur verschwinden lassen. Das wollte ich so machen, aber der Regisseur hat dann gesagt, das passt eigentlich gar nicht zu dem übrigen Stück, ja, wo es um den König und der Kiste ging. Versuchen Sie doch mal was anderes zu schreiben. Dann habe ich ein anderes Zwischenspiel erfunden und das Sams landete in der Schublade. 3 Jahre später habe ich diese Schublade mal wieder aufgezogen und dachte, ach, das ist eigentlich eine gute Idee, ein Sams, was am Samstag kommt. Könnte man mit den anderen Wochentagen nicht auch was machen? Ja, am Sonntag Sonne, am Montag kommt Herr Mond, den habe ich da erfunden. Am Donnerstag Donnerstag, am Freitag ist frei und dann kommt am Samstag der Sams. Ist das schon ein herrlicher Anfang. Und dann floss die Geschichte, musste gar nicht weiter nachdenken. Und es fraß auch nichts mehr auf, sondern bekam stattdessen diese fantastischen Wunschpunkte. Das ist Ihnen dann auch erst da beim Schreiben eingefallen. Ja, das war ein reiner Zufall. Warum? Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Wenn ich eine Figur erfinde, dann versuche ich die, weil ich auch gleichzeitig Illustrator bin, die zu malen und hänge die dann mit 2 Reißzwecken über meinen Schreibtisch, damit ich immer dran
hingucke und mich daran freue und weiß, auch bei den einzelnen Figuren, wenn ich zum Beispiel die Zimmerwirtin Frau Rotkohl, sagen wir mal, am 3. August male und dann male ich ganz viel dazwischen und andere Szenen und dann kommt sie am 27. August, muss ich wieder Frau Rotkohl malen, dann muss ich schauen, nicht, dass ich ihr eine gelbe Schürze mache, weil ich vorher eine blaue gemacht habe, ja. Aber die Szene spielt immer noch in der gleichen Küche. Ja? Also so habe ich die. Und da habe ich mir das Sams gemalt. Und als ich hatte den Taucheranzug gemalt und dann klingelte das Telefon, ein Buchhändler war da und wollte unbedingt eine Lesung haben. Und ich sagte, ich schreibe gerade eine neue Geschichte, ich will mich nicht ablenken. Ja? Wenn ich jetzt Ihnen das zusage und überlege, wann machen wir das? Nee, es geht jetzt nicht, ich bin mitten in der Geschichte, ich habe aufgelegt. Hatte vergessen, dass ich vorher den Taucheranzug blau gemalt habe, guckte mir das Sams an auf dem Papier und dachte, ach, wenn das noch Sommersprossen hätte, sähe es noch ein bisschen frecher aus. Ich tauchte also den Pinsel ins Wasser, ohne daran zu denken, dass noch das Blau da war, weil ich es nicht auswaschen konnte, weil ja das Telefon geklingelt hat und ging in Ocker. Ocker ist für die Kinder so ein dunkles Gelb, ja, so ein Braun. Ich dachte, so könnten die Sommersprossen aussehen. Die ersten wurden auch braun und dann setzte sich aber das Blau durch, was im Pinsel war. In der Mitte waren sie grünlich, oliv, und auf der rechten Seite waren sie blau. Und ich habe immer, wenn ich male, aquarelliere, ein Wolläppchen neben mir liegen. Wenn ich nämlich was Falsches gemalt habe, wenn die Farbe noch nass ist, kann ich das ganz schnell abtupfen. Ja? Und ich war schon dabei, die blauen Punkte abzutupfen. Da kam mir der Geistesblitz, ach, ich erfinde doch gerade das Sams. Warum haben Sams nicht blaue Sommersprossen? Dann habe ich die braunen weggetupft und habe die blauen gelassen, habe auf der anderen Seite noch blaue gemalt. Da wusste ich noch nicht, dass es Wunschpunkte sind. Das kam erst die Idee in der Nacht darauf. Manchmal wache ich nachts, das heißt nicht manchmal, sondern ziemlich regelmäßig. Ich kann fast den Wecker danach stellen. Ich wache nachts um 3 auf. Und dann denke ich nach und dann denke ich eine halbe Stunde über den nächsten Tag und über das, was ich geschrieben habe oder was ich schreiben will. Und in dem Moment habe ich gedacht über die blauen Punkte und ich dachte, wenn die eine bestimmte Bedeutung hätten, nicht nur Sommersprossen sind, ach natürlich, ich hatte ja vor, dass der Herr Taschenbier wünschen kann. Ich hatte damals noch gedacht, es gibt eine Wunschformel, so à la Simsalabim oder wie auch immer. Und es ist dann noch viel besser, wenn das Wunschpunkte sind und immer wenn Herr Taschenbier einen Wunsch ausspricht, verschwindet ein blauer Punkt aus dem Samsgesicht und der Wunsch geht in Erfüllung. Lange Erklärung für die kurze Frage. Ja, wunderbar. Wunderbar. Jetzt ist es Band 11 und Sie haben aber nach dem ersten Sams-Band eine ganze Reihe von Jahren steif und fest behauptet, nee, ich schreibe kein Sams mehr. Ja, aber das Sams hat mich irgendwie nicht losgelassen und inzwischen ist es auch so, dass mir das Sams so vertraut ist. Im Grunde genommen könnte ich noch 5 neue Sams-Bücher schreiben. Ach, das ist wunderbar. Dann haben Sie die letzte Frage, die ich ganz viel später gestellt hätte, jetzt auch schon beantwortet. Ich weiß noch nicht, ob ich ein neues Sams-Buch schreiben sollte, weil ich auch Ideen habe zu anderen Büchern. Ja. Also jetzt habe ich gerade eins geschrieben, das habe ich genannt, Die Tochter der Zauberin. Mhm. Und da gibt es also eine Zauberin, Frau Schmidt, die also mit Vorliebe böse Dinge zaubert, lange Schlangen an der Supermarktkasse und Radiergummis, die ein Loch ins Heft reißen und so weiter. Ja. Und die hat eine ganz liebe Tochter. Okay, aber heute bleiben wir nochmal beim Sams und bei Band 11. Sie kriegen ja ganz viel Leserpost dazu, von euch zum Beispiel und anderen Kindern. Und vielleicht auch von einigen Erwachsenen. Haben die Ihnen denn schon mal eine Idee geliefert, aus der eine neue Sams-Geschichte werden konnte? Nein. Ach. Die Kinder schreiben eigentlich nur, dass sie das Sams-Buch gelesen haben, dass sie es gut gefunden haben und dann kommt, und wann kommt ein neuer Band? Ja, eben. Ja. Aber es kommt kein Vorschlag. Ich habe mir auch schon überlegt, worüber du schreiben kannst, Paul Ma. Schreiben die nicht? Nee? Nee. Okay. Nee. War eigentlich noch nicht dabei. Einmal hat mir ein Mädchen geschrieben, das war ein Vorschlag, den habe ich aufgenommen, das war ganz früh. Warum ist es in Ihren Sams-Büchern immer Sommer und Sonne? Warum spielt das nie im Winter? Das habe ich mir zu Herzen genommen, dann habe ich geschrieben, ein Sams für Martin Taschenbier und der fährt mit seiner Klasse in ein Schullandheim im Winter und zum Skifahren. Sehr schön. Da ist das Mädchen schuld gewesen. Ja, und jetzt haben wir auch eine Wintergeschichte, eine Weihnachtsgeschichte. Wollt ihr ein bisschen was hören aus dem neuen Sams-Buch? Ja.
Also es ist so, dass es schon ein Weihnachtssamsbuch gibt. Das ist 2017 erschienen. Das hieß, das Sams feiert Weihnachten. Ich erzähle kurz und Sie können die Brille wechseln. Genau. Das erste Sams-Weihnachtsbuch, das spielt an Heiligabend. Da feiert das Sams zusammen mit Herrn Taschenbier und auch mit der gewöhnungsbedürftigen Frau Rotkohl, die aber dann an Weihnachten auch ganz freundlich wird und noch mit einigen anderen Gästen. Und das neue Buch spielt jetzt einen Tag später, nämlich am ersten Weihnachtsfeiertag. Das ganze Buch spielt an einem Tag. Genau. Und wir gehen jetzt rein in eine Szene. Draußen liegt schönster Schnee. Und das Sams und Herr Taschenbier wollen Schlitten fahren. Schlitten gibt es nicht, aber ein Backblech. Stellt sich raus, das ist viel besser, jedenfalls für das Sams, weil Herr Taschenbier darauf nämlich mit Karacho den Hügel hinunter durch einen Vorgarten bis vor eine Haustür rumst und dort einen neuen Bekannten trifft. Und in dessen Wohnzimmer springen wir nun mit Ihnen gemeinsam hinein. Ich habe ihn gemalt und man hat behauptet, er würde so ähnlich wie ich aussehen. Können wir mal Handzeichen haben, wer findet das auch? Gut. Das Wohnzimmer, in das Sie nun kamen, sah ähnlich unordentlich aus wie Herr Weinstein selbst. Das ist also Herr Weinstein, den wir gesehen haben. Überall auf dem rotbraunen Teppich, auf einem altertümlich fleckigen Ledersofa, auf vier Stühlen und auf dem Tisch lagen vollgeschriebene Papiere. Herr Weinstein wischte einige Zettel zu Boden, machte so drei Stühle frei, zeigte durch eine Handbewegung, dass sich die beiden setzen sollten und nahm auf einem dritten Stuhl Platz. Das Sams setzte sich. Herr Taschenbier holte erst sein Taschentuch heraus und wischte seinen Stuhl ab, bevor er sich setzte. »Wo hast du denn deinen Weihnachtsbaum?« fragte der Sams, während er sich im Zimmer umschaute. »Hast du auch eine Lichterkette? Wir hatten sogar eine Würstchenkette.« »Weihnachtsbaum ist reine Verschwendung«, sagte Herr Weinstein. »Das arme Bäumchen wird abgesägt, ins Zimmer gestellt und fängt prompt an zu nadeln. Und wenn die Nadel dann Zentimeter hoch unter dem Baum liegen, ist es Zeit, den Baum zu entsorgen. Dann steht er tagelang vor dem Haus, bis der städtische Bauhof ihn endlich abholt und verbrennt. Keine Chance, geht nicht. Du kannst mit Weihnachten wohl genauso wenig anfangen wie unsere Frau Rotkohl, sagte der Sams. Ja, inzwischen ist aber ist sie bekehrt und findet Weihnachten schön, sagte Herr Taschenbier. Ja, ist auch schön, sagte der Sams. Wer ist diese Frau Rotkohl, fragte Herr Weinstein. Ein Name, der sich zum Reimen geradezu anbietet. Rotkohl, Pudelwohl, Alkohol, geradewohl. Sie reimen wohl gerne, fragte Herr Taschenbier. Das will ich nicht bestreiten, sagte Herr Weinstein. Das haben Sie mit meinem Sams gemeinsam, sagte Herr Taschenbier. Das reimt nämlich auch gerne. Und gut, sagte der Sams. Während Herr Weinstein Ihnen nun Tee einschenkte, sagte er, entschuldigen Sie das Durcheinander hier, das bringt mein Beruf so mit sich. Darf ich fragen, was das für ein Beruf ist, der ein Durcheinander mit sich bringt, fragte Herr Taschenbier. Das dürfen Sie, sagte Herr Weinstein, ich bin Dichter. Ach, schreiben Sie Romane, fragte Herr Taschenbier. Nein, mein Dichten ist bescheidener, sagte Herr Weinstein. Ich schreibe kleine Gedichte für die Wochenendausgaben verschiedener Zeitungen. Ich muss mir immer etwas Neues einfallen lassen, deshalb diese Zettelwirtschaft hier. Alles Notizen, er nahm einen der Zettel vom Tisch auf. Da, sehen Sie, ein Rätsel zum Beispiel. Das habe ich mir für das Birkenbucher Tagblatt einfallen lassen. Ist bereits gedruckt, hat mir immerhin 30 Euro eingebracht. Er las vor. Was steht bei Weihnachten vorn und beim Hirschgeweih hinten? Der Sam sagte, das war ganz leicht zu finden. Ein pfiffiges Kerlchen, lobte Herr Weinstein, weiß nicht nur die Antwort. Es reimt sie sogar, fantastisch. Der Sams begann begeistert zu singen. Wenn der Dichter dichtet und der Richter richtet, wenn der Wein weint und der Schein scheint, freuen wir uns alle hier, nicht nur mein Papa Taschenbier. Gut gereimt hätte das Mini-Sams gesagt, wenn es dabei gewesen wäre. Aber er stand ja mit Elisa, Tim und Herrn Rudolf ratlos in Herrn Taschenbiers leeren Zimmer. Ja, mein Sams ist ein richtiger Reimkünstler, sagt Herr Taschenbier. Das hört man, sagt Herr Weinstein. Auch ich reime gelegentlich, sagte Herr Taschenbier bescheiden. Die Sams-Gedichte regen mich dazu an, einfach mitzudichten.
Wenn ihr Sams tatsächlich so gerne reimt und sie auch nicht abgeneigt sind, wie wäre es, wenn sie sich ihren Tee gewissermaßen erreimen und mir ein bisschen unter die Arme greifen, geistig gesehen? Wie soll das gehen? Wir könnten gemeinsam einen kleinen Gedichtevorrat für mich anlegen. Gerne, sagte Herr Taschenbier. Herr Weinstein sagte, am besten wir machen gleich so weiter, wie der Sams angefangen hat. Wie denn? Fragte der Sams. Wie meinen Sie das? Fragte Taschenbier. In seinem Gedicht klangen Substantiv und Verb gleich. Substantiv, in meiner Schulzeit hieß das noch Hauptwort und Tunwort, sagte Herr Taschenbier. Tunwort wie niedlich, sagte Herr Weinstein. Zurück zum Gedicht. Verstehen Sie, eine Schere schert nicht, sie schneidet, aber eine Schraube schraubt und ein Bohrer bohrt. Ich verstehe, sagte Herr Taschenbier. Ich habe gerade einen Geistesblitz. Der Sams dichtete gleich. Herr Taschenbier sitzt und sein Geistesblitz blitzt. Herr Taschenbier ließ sich nicht ablenken. Findet ihr das? Wenn am Weihnachtsabend die Grillen grillen, wollen die grillenden Grillen ihren Hunger nur stillen. Ausgezeichnet, wird gleich notiert, sagte Herr Weinstein. Nur der Weihnachtsabend gefällt mir nicht. Ich kann ja erst nächstes Jahr ein Weihnachtsgedicht in der Zeitung unterbringen. Wir müssen es umdichten auf Ostern, zum Beispiel so. Wenn am Ostermontag die Fliegen fliegen, wollen die fliegenden Fliegen nicht länger faul liegen. Auch sehr gut gereimt, sagte der Sams. Jetzt bin ich dran. Wenn am Ostermontag die Raser rasen, dann meidet man besser die Gassen und Straßen. Erstaunlich, dass ihr Sams ein Wort wie meidet überhaupt kennt, sagte Herr Weinstein. Ja, um das Wort meidet werde ich ständig beneidet, sagte der Sams. Jetzt darf ich wieder, sagte Herr Taschenbier. Wenn am Ostermontag die Roller rollen, tun die rollenden Roller nur das, was sie sollen. Nicht so schnell, rief Herr Weinstein, ich komme ja mit dem Schreiben gar nicht mit. Du musst nicht schreien, sagte der Sams. Wenn am Teetisch beim Weinstein die Schreier schreien, kann mir schreien hoffentlich verzeihen, sagte Herr Taschenbier. Das war ein guter Abschluss, sagte nun Herr Taschenbier noch. Ich will nicht unhöflich sein. Nein, das willst du niemals nicht, wenn nicht sogar keineswegs, sagte der Sams. Aber es ist Zeit für uns zu gehen, vollendete er seinen Satz. Ja, höchste Zeit, wenn nicht sogar blitzartig sofort eilig, sagte der Sams. Dann will ich euch nicht länger aufhalten, sagte Herr Weinstein. Er begleitete die beiden zur Haustür. Vergessen Sie Ihr Backblech nicht. Nein, das vergessen wir nicht. Wir sind nämlich unvergesslich, sagte der Sams. Selber gesagt, dass es Menschen geben soll, die in Herrn Weinsteins Bild, das sie gemalt haben, sie wiedererkennen. Ja. Und dann teilt er nun auch noch die Leidenschaft fürs Reimen mit ihnen. Ja. Ist Ihnen denn auch Herrn Weinsteins Zettelsammlung vertraut? Haben Sie auch so eine Zettelsammlung zu Hause, wo Sie immer Notizen machen und Dinge sammeln? Und nein, ich habe eher ein Skizzenbuch, in das ich sowohl zeichne als auch schreibe. Ich kann erzählen, was ich gestern Abend geschrieben ja, habe. Ja, machen Sie das jeden Tag? Ja. Wie ein Tagebuch? Ja, alles, was mir einfällt. Ich muss mal überlegen, ob ich es noch zusammenkriege mit dieser Spitzmaus. Der Spitzmaus ging das Salz aus. Das waren die ersten Zeilen. Das fand sie ziemlich bitter. Da sagt die alte Ratte, Salz gibt es in Salzgitter. Und noch ein Spitzmausgedicht habe ich geschrieben. Ja. Da habe ich der Spitzmaus so eine Maske, also so eine Verbrechermaske, sage ich mal, wie ein Einbrecher gemalt, also nicht eine Mundmaske. Die Spitzmaus holt den Revolver raus. Ich zähle jetzt von 1 bis 10, dann will ich euer Geld sehen. Wie geht's dann weiter? Ich kenne dieses Buch nicht. Habt ihr einen Vorschlag? Ja, nein. Wenn man 85 ist, wird man nämlich leider ein bisschen vergesslich. Aber mir fällt es schon wieder ein. Es ist jedenfalls so.
Das heißt so ungefähr, das war weiter nicht schlimm, weil die Spitzmaus zählt nämlich nur bis 7. Ach ja, dabei ist es geblieben, denn leider kann die Spitzmaus die Zahl nur bis 7. Ah. Ist es, haben Sie so eine Reimecke in Ihrem Kopf? Ich finde es so faszinierend, dass Sie, also denken Sie manchmal schon in Reimen und nicht in normalen Sätzen, wie wir das tun? Ja, mir fallen immer so Reime ein, das muss ich zugeben, auch im Alltag. Wenn ich da irgendwas sage, dann fällt mir gleich dazu ein dummer Reim ein. Keine Zettelwirtschaft, aber auch eine Sammlung von Erzählungen, von Gedichten, von Reimen. Das ist Ihr zweites Buch, das Sie uns heute mitgebracht haben. Das ist eine Textsammlung und als ich den Titel gelesen habe, Ein Hund mit Flügeln, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Ihr allererstes Buch, das Sie geschrieben haben, das 1968 erschienen ist, das hatte auch einen Hund im Titel. Das war der tätowierte Hund und es war auch eine Geschichtensammlung. Ja. Was ist denn das mit Ihnen und den Hunden? Ich kann Ihnen ja erzählen, wie der Titel zustande kam. Es gibt da, der Bertolt Brecht hat die Geschichten von Herrn Keuner geschrieben. Ich dachte, ich schreibe auch solche Geschichten. Bei mir heißt er nicht Herr Keuner, sondern Herr Lambert. Und eine Herr Lambert-Geschichte geht so. Herr Lambert malte einen Hund mit Flügeln. Er war so stolz auf seine Kreation, dass er das Bild gleich seiner Frau zeigen wollte. Seine Frau sagte, wieso zeigst du mir ein leeres Blatt? Herr Lambert sagte, ich hätte ihm keine Flügel malen sollen, jetzt ist er davon geflogen. Der tätowierte Hund war damals das erste Buch und sozusagen der Grundstein, auf dem alles fußte. Heute zählen Sie zu den beliebtesten und auch zu den erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren. Und es gibt aus der Zeit Ihres Debüts diese hübsche Anekdote. Ich versuche mal, die zu erzählen und Sie korrigieren, wenn das nicht ganz korrekt ist. Aber ich kenne die so, dass Sie Ihr Manuskript an den Oettinger Verlag geschickt haben und der damals noch lebende Verleger Friedrich Oettinger auf seinem Sofa lag und Sie empfing und Sie als aufstrebender Autor einen guten Eindruck schinden wollten und sagten, sie hätten auch noch Texte für Erwachsene, an denen sie arbeiten würden. Und sie wollten den Verleger damit natürlich beeindrucken, aber das Gegenteil passierte. Der wurde ziemlich harsch und sagte, wenn sie sich nicht darauf einlassen würden, für die Kinder zu schreiben, könnten sie ihr Manuskript da hinten vom Stapel nehmen und wieder verschwinden. Er hat es nicht nur gesagt, er hat es mir sogar in die Hand gedrückt. Da sagte er, ich habe keine Lust, ein einzelnes Buch von einem unbekannten Autor zu drucken. Keiner kennt ihn und wir sind froh, wenn die Druckkosten wenigstens durch den Verkauf reinkommen. Aber wenn Sie ein zweites Buch schreiben und die Menschen sagen, ach, das war der mit dem tätowierten Hund und ein drittes und ein viertes, dann endlich lohnt es sich für den Verlag, ja, so ungefähr. Und er hat mir gesagt, also entweder Sie versprechen, dass Sie zumindest die nächsten zwei Bücher für Kinder schreiben oder Sie können Ihr Manuskript wieder mitnehmen. Das wollte ich natürlich nicht und dann habe ich es versprochen, obwohl ich es gar nicht unbedingt vorhatte. Aber nachdem ich das zweite und das dritte Kinderbuch geschrieben hatte, merkte ich, es macht solchen Spaß für Kinder zu schreiben. Ich habe das an den eigenen Kindern getestet, die fanden das auch gut. Und ich meinte, na gut, mache ich so weiter. Ich scheine da eine besondere Begabung zu haben, für Kinder zu schreiben. Und haben Sie denn dann nebenher trotzdem, ja? Wir stimmen dem zu. Aber Sie haben trotzdem nebenher, weil das haben wir jetzt hier auf dem Tisch stehen, offenbar ja über viele Jahre hinweg auch trotzdem weiter andere Texte verfasst. Ja. Und haben Sie dafür dann auch ein anderes Notizenbuch gehabt, wo die dann gelandet sind? Oder waren das eher Miniaturen, die Sie für sich geschrieben haben? Also die Texte, die wir jetzt hier versammelt sehen, sind eben nicht Texte, die sich an Kinder Das richten. Waren zum Teil, war das ein dickes Reisetagebuch, wo ich irgendwie bemerkenswerte Ereignisse aus meinen vielen Reisen notiert habe. Da meine Bücher in 40 Sprachen übersetzt sind, bin ich vom Goethe-Institut in unendlich viele Länder eingeladen worden. Und entweder gab es dort eine deutsche Schule, wo ich vorgelesen habe, oder es gab eine Übersetzerin. Dann habe ich die ersten zwei Seiten jetzt vor einiger Zeit in Russland. Ich habe die ersten zwei Seiten gelesen auf Deutsch, damit die mal meine Stimme hören und wissen, wie ich meine
Figuren spreche und anschließend hat meine Übersetzerin dann in der neuen Sprache, in dem Fall Russisch, weitergelesen und ich stand am Flipchart und habe immer bei ihr geschaut, ach, jetzt kommt Frau Rotkohl, dann habe ich Frau Rotkohl gezeichnet und jetzt, ja, Herr Mohn kommt auch und dann habe ich immer die Figuren, die sie gerade hat erscheinen lassen, groß gezeichnet. Hinterher gab es Schwierigkeiten, weil es war in der Pushkin-Bibliothek, es waren etwa 200 Kinder da, ich habe 5 Blätter gemalt und 200 Kinder wollten jeweils ein Blatt haben. Ich habe dann gesagt, ich lasse es der Bibliothek und die sollen das irgendwie an die Wand hängen, da können alle es anschauen. Ja. Ja. Sie haben uns auch noch eine Stelle aus dem geflügelten Hund, aus dem Hund mit Flügeln vorbereitet. Das ist auch eine Reiseerzählung. Also ja. Es ist nichts Erfundenes, weil so heißt das Buch ja im Untertitel Erfundenes und Erlebtes. Wir hören jetzt noch mal etwas Erlebtes. Ja. Etwas, was vielleicht einige ein wenig überraschen wird. Wir lüften das Geheimnis später und jetzt springen wir nach New York City. Ja, und zwar zu einer Zeit, als es noch keine Handys gab. Das war irgendwann Ende der 80er Jahre. Aus dem Tagebuch. Ich besuche Michael bei den Dreharbeiten von Around the Clock mit dem Taxi zum Drehort. Der Fahrer setzt sich direkt hinter einen Ambulanzwagen, der sich in rasanter Fahrt mit Rotlicht und Sirene durch die Rush-Hour wühlt. Der Drehort, jetzt muss ich erstmal meinen Gürtel richten, so, der war zu eng, da liest man nicht gut. Der Drehort ist eine kleine Straße, wahrscheinlich 14th Street East. Michael hinter der Kamera, Florian und Sebastian im Team. Im Gegensatz zu deutschen Drehorten ist keine Polizei zu sehen, auch keine Helfer, die Schaulustige hinter einer Absperrung bitten. Da das Team klein ist und keine Stars vor der Kamera stehen, ist das Zuschauerinteresse nicht gerade enthusiastisch. Die Anwohner der Straße sind nicht nur die Bewohner der Häuser, sondern auch die, die auf Kartons neben dem Müllcontainer schlafen. Jetzt sind sie alle Zuschauer beim Dreh. Sie tun so, als seien sie nur zufällig da draußen. Ich habe das Gefühl, dass sich viele produzieren in der Hoffnung, vom Film entdeckt zu werden. Knapp begleitete junge Mädchen führen auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Tanz auf. 4 Kinder und ein Erwachsener singen ein Quintett. Aufregend, auffällig gekleidete Frauen swingen zur aufregend gekleideten Nachbarin hinüber und gleich wieder hüftschwenkend zurück, nicht ohne kurze Seitenblicke zum Filmteam. Als man wahrnimmt, dass ich Fotos vom Filmteam mache und man aus unserer Vertrautheit erkennt, dass ich kein zufällig vorbeigekommener Tourist bin, sondern dazugehöre, verlagert sich das Interesse vorübergehend vom Filmteam auf mich. Nun schwänzeln weiße und schwarze Suburb-Schönheiten um mich herum und lächeln mir zu. Ein Ladenbesitzer, ein bärtiger orthodoxer Jude mit langen Schläferlocken, hat beobachtet, dass man mit Originalton dreht. Als ein Flugzeug über den Drehort wegflog, wurde abgebrochen. Darauf holt sich der Ladenbesitzer aus einem Musikgeschäft eine große Tuba und spielt bei geöffneter Ladentür ununterbrochen Tonleiter. Wie er sich ausgerechnet hat, stört die Musik tatsächlich. Als das Filmteam bei ihm anfragt, ob er nicht damit aufhören könne, erklärte dem Aufnahmeleiter, er sei ein freier Amerikaner und könne so lange und so laut spielen, wie es ihm beliebt. Aber wenn man ihm $100 bezahle, würde er die Tuba weglegen und nie mehr anrühren. Das Team überlegt, ob man ihm das Geld für sein Schweigen zahlen solle, weil man gezwungen ist, auch weiterhin vor seinem Laden zu drehen, da sonst die Anschlüsse nicht stimmen. Dann siegt doch die Überlegung, dass er sich sehr schnell in der Straße herumsprechen würde, wenn man für sein Schweigen bezahlt wird, sodass bald aus allen Häusern eine Tuba, Posaun, Trompeten und Saxophon Musik losdröhnen würde. Also verweigert man ihm das Geld, worauf er weiter seine Tonleiter spielt. Man wartet, dass ihm vielleicht nach ein paar Stunden die Luft ausgeht und macht erstmal eine Essenspause. Nach einiger Zeit erscheint er mit verschränkten Armen in der Ladentür, aber drinnen geht das Tuba-Dröhnen weiter. Ein Freund hat ihn abgelöst. Die beiden wechseln sich alle Viertelstunde ab. Der Regisseur stellt den Drehplan um und zieht die stumme Szene ohne Dialog vor. Morgen sagt er,
werden wir hier drehen. Da ist nämlich Samstag, also Sabbat, und da dürfen wir sowieso nicht Tuba spielen. Michael hat mich schon vorher auf seinen Kameraassistenten aufmerksam gemacht. Douglas, genannt Duck, die Ente. Er sieht aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Etwa wie Anthony Perkins im Psycho. Ganz schmal, kurze Haare, einen leicht irren Augenausdruck. Er trägt weite, gelbe Hosen. Michael sagt, dass Duck zwei Paar davon hat. Er habe ihn nie ohne gelbe Hose gesehen. Die eine trägt er, die andere ist derweil in der Reinigung. Er lässt die Hose immer chemisch reinigen, weil nur so gewährt sei, dass die Hose absolut sauer sei. Michael hat einige Schwierigkeiten mit ihm wegen seiner Ordnungssucht. Er bringt überall farbige Markierungen an und entwirft jeden Tag neue Systeme, um die Schärfe zu ziehen. Eine rote Markierung am Boden, vorher mit dem Bandmaß genau eingerichtet, entspricht einer roten Markierung am Kamerahebel. Wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin mal einen halben Meter vor oder hinter der Markierung ihren Dialog sprechen, bekommt Doug einen Nervenzusammenbruch. Gestern hatte er, während er eigentlich die Schärfe ziehen sollte, mit einem Lederlappen die Linsen geputzt und das mindestens 8-mal bei jeder Linse. Hinterher waren alle verschmiert. Die Kamera war auch fast umgefallen, weil sie nicht festgeschraubt war, erzählt Michael. Doug trägt einen Ehering. Als ich Florian frage, ob Doug wirklich verheiratet sei, ich hatte erwartet, dass er Junggeselle ist, bekomme ich gleich eine neue Geschichte zu hören. Unmittelbar nach der Trauung sei er mit seiner neuen Frau vom Standesamt aus über die Straße gegangen und beide sind von einem Lastwagen erfasst worden. Er hatte sich für die Flitterwochen 14 Tage Urlaub genommen. Exakt diese 14 Tage hat er dann im Krankenhaus verbracht. Seine Frau war mit dem Schrecken davongekommen. Seit diesem Unfall geht Doug nur noch an Ampeln über die Straße, was beim Filmdreh manchmal zu Verzögerungen führt. Wenn der Materialwagen auf der anderen Straßenseite geparkt ist und Michael eine neue Optik, also neues Objektiv braucht, geht Duck dann nicht über die Straße, auch wenn sie völlig unbelebt und leer ist, sondern 50 Meter weiter bis zur nächsten Ampel, überquert dort die Straße bei Grün, geht zum Materialwagen, dann wieder zur Ampel und zurück. Das war ein kleiner Einblick in diese Textsammlung, die Sie in Ein Hund mit Flügeln versammelt haben. Und es ist ganz schwer, was rauszupicken, was für das gesamte Buch steht, weil das einfach so eine Vielzahl an ganz verschiedenen und ganz beeindruckenden Texten ist. Und weil man sich bei manchem durchaus fragt, ob er erlebt oder erfunden ist. Dieser ist erlebt und könnte ja doch erfunden sein. Zumindest in der Art, wie Sie es aufgeschrieben haben. Vielleicht lösen wir noch kurz das Rätsel des Michael auf. Ja. Denn Michael war Michael Ballhaus. Michael Ballhaus, ein berühmter Kameramann, der leider jetzt vor einiger Zeit gestorben ist. Der hat in Hollywood Karriere gemacht und ist darüber hinaus mein Schwager. Genau. Und so sind Sie auch. Und die Fotos haben Sie gemacht, weil das die alte Verbindung ist zu dem Schloss in Marsbach, in dem alles angefangen hat, oder? Richtig. Es gibt ein Schlosstheater Marsbach in Unterfranken, was jetzt meine Tochter Anne leitet als Chefin. Das hat vorher meine Schwiegermutter gehabt. Und Michael Ballhaus, ihr Sohn also, der hat die Bühnenfotos gemacht. Die Theaterfotos, die dann im Aushang zu sehen waren oder die Schauspieler signiert verschenken wollten. Und nachdem Michael dann nach Hollywood gegangen ist, konnte er die nicht mehr machen. Also es hätte sich nicht gelohnt, ins Flugzeug zu steigen, nach Marsbach zu fahren und dort Fotos zu machen, wieder zurück. Deswegen, weil ich gut fotografiert habe, habe ich dann seinen Job übernommen und habe dann die Bühnenfotos gemacht in diesem Theater. Wir sehen also einen Allround-Künstler, einen Schreiber, einen Illustrator, einen begnadeten Fotografen. Paul Maar feiert in diesem Winter seinen 85. Geburtstag und schenkt uns gleich zwei Bücher. Vielen Dank dafür. Bitte schön. Die bisher verborgenen Seiten eines langen Autorenlebens, so wirbt ihr Verlag für Den Hund mit den Flügeln.
Grund, dass diese Texte ein Geschenk seien. Dem kann ich mich nur anschließen. Das Weihnachtssams ist das Geschenk für euch, der geflügelte Hund ist das Geschenk für uns. Und wenn Sie in Ihren zahlreichen Notizbüchern noch mehr finden, wir sind da und lesen und freuen uns auf weitere Veröffentlichungen. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß mit diesen beiden Büchern. Und finde, ihr könnt, ihr auf jeden Fall und Sie vielleicht auch, schon mal einen vorträglichen, extrem lauten Geburtstagsapplaus für Paul Marlos werden. Der uns dann, zeigt er gerade, noch ein Abschlussgedicht lesen möchte. Zum Abschluss aus diesem Buch, was ja eigentlich für Erwachsene ist, ein Gedicht, was eigentlich mehr ein Kindergedicht ist. Aber mein Lektor meinte, damit können wir anfangen. Das finden auch Erwachsene lustig. Dann hören wir heute damit auf. Um den heißen Brei. 125 Dohlen fliegen heimlich und verstohlen um den Topf mit heißem Brei. 124 Dohlen fliegen heim, um was zu holen, denn nur eine von den Dohlen hat den Löffel mit dabei. Vielen, vielen Dank, Paul Mahr. Bitteschön.